Ja, Freunde, willkommen zu meinem Orakel. Zum Spiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Das habe ich ja gestern schon mal mit dem Markus gemacht, aber das werde ich jetzt nochmal alleine machen, da sich jetzt an einem Tag eventuell nochmal etwas getan hat an der Spielsituation. Ja, lasst uns da mal sofort reingehen in die Statistiken. Also, das Spiel ist ja morgen, 16.02.2013, 18.30 Uhr im Signal Iduna Park. Natürlich ausverkauftes Haus. Ja, Dortmund-Frankfurt hatte ich ja schon gesagt, also Klopp gegen Fee, die beiden Trainer. Aufstellung natürlich noch keine vorhanden. Ja, der Schiedsrichter wird Dr. Felix Brüch sein. Die Dortmunder wahrscheinlich froh, dass es nicht stark ist. Ja, lasst uns dann mal erstmal gucken, wie ist denn die Hinrundentabelle gewesen? In der Hinrundentabelle war Borussia Dortmund auf Platz 3 mit 30 Punkten. Eigentlich ganz okay. Natürlich noch schon ein gewisser Abstand auf die Bayern. Und in der Rückrundentabelle ist Borussia Dortmund Zweiter mit 9 Punkten. Das ist eigentlich auch okay. 3 Siege, eine Niederlage ist okay. Ja, Heimtabelle. Da sieht es dann bei Borussia Dortmund schon nicht mehr ganz so rosig aus. Nur 5 Siege, 2 Niederlagen und 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Das ist natürlich nicht das, was sich der deutsche Meister da vorgestellt hat. Deswegen sind sie da auch nur auf Platz 10. Ja, Eintracht Frankfurt ist in der Heimtabelle auf Platz 3. Natürlich jetzt hier unerheblich, weil das Spiel ja in Dortmund stattfindet. Deswegen gucken wir doch mal auf die Auswärtstabelle. Da sehen wir Dortmund auf 2, in diesem Fall jetzt nicht so wichtig, Eintracht Frankfurt auf der 7. Also durchaus eine Mannschaft, die da im oberen Drittel ansässig ist in der Statistik. Ja, dann lass uns mal gucken, was gibt es für neue News. Also Dortmund ja vor kurzem 2:2 gespielt bei Schachtja Donetsk. Das heißt, ja, die haben im Rückspiel alle Chancen. Dürften dann jetzt hoffentlich den Schwung mitnehmen können in das Ligaspiel gegen Frankfurt. Ja, Lewandowski noch gesperrt nach seinem Tritt gegen den HSV. Die Lewandowski-Verhandlung soll angeblich am Dienstag stattfinden. Da wird man dann sehen, wie es mit dem Stürmer weitergehen wird. Ja, Gündogan noch fraglich. Gündogan ja ein entscheidender Faktor in dem Spiel von Borussia Dortmund in dieser Saison. Und dann wird man sehen müssen, wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, dann ist die Frage natürlich bei Borussia Dortmund, spielt man jetzt mit diesem spanischen System, das heißt, ohne echten Stürmer, das heißt, Reus würde dann so ein bisschen als hängende Spitze spielen, oder spielt man mit Schieber vorne drin, wobei Schieber ja eigentlich jetzt noch nicht so überzeugt hat. Ja, Frankfurt hingegen, eigentlich nichts Neues, nach den Randalen letzte Woche beim Spiel gegen Nürnberg hat man eigentlich jetzt so die Woche über nicht viel gehört von der Eintracht. Sollen jetzt angeblich noch weitere Kameras eingesetzt werden im Stadion, aber gut, das ist jetzt hierfür eigentlich nicht unerheblich. Ja, das letzte Spiel der Eintracht endete 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg, davor haben sie 2:0 gewonnen bei Hamburger SV. Ja, nach dem Spiel bei Borussia Dortmund muss die Eintracht schon wieder auswärts ran, und zwar beim SC Freiburg. Und dann haben sie am 1.3. ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, aktuell gestaltet sich die Tabelle so, dass die Eintracht auf Platz 4 liegt und die Borussia aus Dortmund auf Platz 2. Es ist also ein echtes Spitzenspiel. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch zum Ende meiner Analyse einen kleinen Tipp abgeben dazu. Und obwohl Dortmund ja auf den Stürmerstar Lewandowski verzichten muss, gehe ich trotzdem davon aus, dass die Dortmunder das Spiel gewinnen werden. Knapp, aber sie werden es gewinnen, und deswegen tippe ich auf ein 2:1 für Borussia Dortmund.